Das MGM Resort in Vegas hat eine echte Pechsträhne. Seit 10 Tagen werden die von einem Hackerangriff in Schach gehalten. Zu den MGM Resorts gehört das Aria, das Bellagio und das MGM Grand. Dort scheint aktuell nichts mehr zu funktionieren. Du hast keinen Check-in in dein Hotelzimmer. Selbst Quittungen müssen manuell rausgeschrieben werden. Das Personal muss hunderte Vereinzeldienstleistungen manuell erbringen. Und auch die Spielcomputer sind zum Teil lahmgelegt. Das MGM erwirtschaftete in der ersten Hälfte des Jahres fast 8 Milliarden Dollar. Und man geht davon aus, dass täglich bis zu 8 Millionen Dollar das Ganze das MGM kostet. Das Caesars Entertainment war anscheinend ebenfalls betroffen in letzter Zeit. Und man geht davon aus, dass die 15 Millionen an die Hacker gezahlt haben. Gibt es die Hackergruppe Scarlet Spider und die sind recht bekannt und recht aktiv in den USA. Die war beim Caesars Palace dahinter und vielleicht auch im MGM Grand. Wie sind die da dran gekommen? Die haben einfach als Mitarbeiter sich ausgegeben und beim Service angerufen. Also noch nicht mal Hightech das Ganze. Ja, das MGM Resort steht jetzt vor einer schweren Entscheidung. Entweder schauen, dass man selber eine Lösung findet oder ein Lösegeld abdrücken.